Und jetzt kommen wir zum neuen Dr. Osterfeld-Sieger, Jannik Schüssler. Einmal Applaus bitte. Die Kollegin das auch braucht. Und den Pokal. Jannik hier, den Sieger des diesjährigen Dr. Faustmann Cups. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja. So, was für eine Leistung, oder? Was für eine Journey. Ja, ja. Also, unglaublich, ist mein erstes Turnier hier beim Faustmann Cup bei Aachen. Super Performance hingelegt, kann man nicht kämpfen sein. Ja, zweimal hast du den Vorjahressieger besiegt. Ne? Einmal in der Gruppenphase, dann nochmal ins Finale zu kommen und dann auch erstmal 3 zu gewinnen. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Hast du ein bisschen Nervenflattern, dass es vielleicht im Finale dann nicht klappt? Ehrlich, ich hatte gar keinen Nervenflattern, weil ich im Halbfinale war ich so zufrieden, ich gehe mit Plus los. Weil Anfang hat das ein bisschen was gekostet und Mika ist ein sehr talentierter Spieler. Den musste ich wohl ein bisschen eine Schippe da drauf legen, als die anderen Spieler da oben fahren.